Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, hoe best dat schijn dat die wel daar zijn. Weet je, vele mensen verspreken ons in de wereld te beter wordt. En wie zelfs schaffen dafür ook voorken. We willen beter wonen, een beter huis hebben, een betere koe hebben, een wirtschaft, een akkerie, betere machine, betere treitschaft en zo wieder. En zo jij dat de verschiedenste mensen op de wereld. Jeder versieht, dass er es besser hat. Aber Jesus hat uns gesagt, in Markus Kapitel 13, Vers 19, dass es anders wird in der Zukunft, dass es schlechter wird. Und dass es wird so schlimm wird, dass so ein Lieder wird kommen über die Menschheit, das noch nie vorher gewesen ist und es niemals nachher gegeben wird. Diese Welt ist krank, ist besäte von der Sünde, vom Satan, seine Gedanken, in das ganze System, dort dreht sich fast. Sie reden von Frieden, aber sie machen sich reit im Gericht. Sie reden von Gesundheit, aber sie machen Millionen Menschen dort allem lief von ihrer Mutter, jedes Jahr. So, was sie sagen ist in den News, ist eine Sache. Was aber passiert ist, es wird immer schlimmer. Und es kommt der Tag, wo Gott das über ist und wo er das Wort zulässt, dass das Böse so überhand nimmt, dass wir seine Hilfe brücken, seine Hilfe schreien und raupen. Und dann wird er uns darüber tragen. Dann wird er kommen. Er wird nicht zulassen, dass er uns immer fällt. Weil er ist true und jeft mit dem Trubel auch die Leisung. Herr, ich danke dir, dass du der Herr bist und eine schwere Tide. Und viele Menschen haben sehr schwere Tide gehabt. Und sie haben so schwere Tide gehabt, dass viele dabei gestorben sind. Und du sagst in deinem Wort, dass kommt noch ein Lied, was es noch nie gegeben hat. Wir wollen nicht weiter, was das ist. Aber wie weit, dass du gerade bist, aus all das Weise, was kann auf uns zukommen, und dass du dem Satan all besiegt hast. Und dafür lobe ich dir und preise wie dich, vor dein Jesus in Nomen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht wie den Nomen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.